Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen Donnerstag, dem 23. Juni und natürlich hier auch zum UK-Referendum in Sachen Brexit oder eben nicht. Die ganz große Frage wird uns heute umtreiben, doch letztlich würden wir erst in der Nacht, die Wahllokale schließen 22 Uhr, die Auswertung erfolgen dann sukzessive über die Nacht, eben dann hier vom 23. auf den 24. erste wirkliche Ergebnisse erhalten. Vielmehr wird sogar am Morgen des 24.06. damit gerechnet. Das heißt, neben heutigen diversen Umfrageäußerungen ist es dann letztlich so, dass wir hier das verbindliche Ergebnis sicherlich heute noch nicht bekommen, aber Tendenzen natürlich, ich will fast sagen, rund um die Uhr rauskommen. Und das dürfte natürlich auch den Forex-Markt in Wallung bringen. Man darf gespannt sein, wie es morgen geht. Ich werde wahrscheinlich morgen auch nochmals das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar in den Fokus nehmen. Heute jedoch hier mal im großen Blick. Sie sehen hier den Monatschart des Währungspaares und zwar bis in die 80er Jahre zurück. Und das ist natürlich schon was, was ja manch einer gar nicht kennt. Denn hier wird auffällig, dass, wenn wir uns das große Big Picture anschauen, dass seit Mitte der 80er das Level von um 1,40 nicht sukzessive unterschritten wurde. Natürlich hier im Finanzmarkt ausverkauft zur Finanzmarktkrise hier 2008, 2009, als es den Final Dip gab auf 1,3503, gab es natürlich hier eine Bewegung, die hier auf Tagesbasis, Wochenbasis unter das Niveau von 1,40 ging. Doch Sie sehen ja hier die Kerze auf Monatsschlusspreisbasis hatten wir letztlich ein Niveau von 1,45 plus. Also das Niveau um 1,40, 1,39, 1,40, eine ganz, ganz massive Unterstützungszone. Und beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar ist genau dieses Level jetzt hier von höchstem Interesse. Manchmal muss man eben auch abwarten, was der Markt einem bringt und auch hier für Signale bietet. Geziemt sich durchaus nochmal Zurückhaltung, da durchaus während des Tages, heute wie morgen, Spread-Ausdehnungen aufgrund eben der Preisstellung von Interbankenmarkt erfolgen können. Diese Spread-Ausdehnungen erfolgen nicht bei uns, JFD Brokers, durch unsere Seite, sondern eben hier aufgrund des Interbankenpools, der hier dann praktisch durchaus auch die Spreads dann aufmachen kann, ähnlich wie bei solchen Non-Farm-Payroll-Events oder EZB-Fed-Events. Nur hier ist es eben so, dass jetzt die nächsten Stunden bis morgen eben das untertags immer wieder passieren kann. Insofern bitte ich Sie nochmal hier an Vorsicht zu halten und auch hier durchaus abzuwarten, bis sich der Staub gelegt hat. Natürlich kann man im Nachhinein schöne Bewegungen antizipieren und sagen, na, das war doch ein Move. Aber vergessen Sie nicht, es gibt eben wilde Spikes währenddessen und eben auch Spread-Ausdehnung. Und da sollte man sich durchaus mit Vorsicht an den Märkten agieren, beziehungsweise hier auch durchaus mal den Ball der Seitenlinie pflegen. Gut, aber Tatsache ist, wir haben das Niveau von 1,40. Darauf gilt es zu achten, heute wie morgen. Insbesondere per Monatsschluss. De facto wäre ein Rückgang darunter ein ganz klares Verkaufssignal, was hier dann auch mittelfristig durchaus, und Sie sehen ja hier also den Anstieg hier über die Marke von 2 US-Dollar. Wir haben die Finanzmarktkrise, eine Seitwärtskonsolidierung, hier der Ausbruchsversuch über das Niveau von 1,67, 1,70 rauszuziehen. Das war hier wirklich fulminant und da ging es auch darum, dass hier eben auch Great Britain sozusagen mit einer Leitzinsanhöhung spielte. Hier während des Handelsjahres 2014, das wurde hier alles antizipiert, doch dann gab es mehr und mehr die Ernüchterung und das Pfund geriet auch im Zuge insbesondere der natürlich dann wieder aufkeimenden US-Dollar-Stärke, weil eben die Amerikaner im Sinne der Vorbereitung der Zinsanhebung, diese dann auch mehr und mehr manifestierten. In UK drehte sich dann letztlich das Bild und wir sahen hier wieder eine Abwärtsbewegung, die sich jetzt grundsätzlich auch weiter fortsetzen könnte, sofern eben das Niveau von 1,40, 1,39 nach unten gerissen werden würde. Da wäre das Level von 1,35 das nächste Zwischenziel, um dann wirklich ja, einige 100 mehr noch über 1000 Pips tiefer sich zu orientieren. Es könnte dann wirklich ein Fiasko werden, aber die Sache ist auch die, dass je nachdem, was denn heute auch passiert, grundsätzlich der ganze Prozess Monate bis Jahre dauern wird, sofern es zu einem Brexit kommt. Das heißt, hier wird nicht von heute auf morgen sämtliches an Verträgen gekappt. Diese laufen noch bis zu 2 Jahren, bevor da eine Änderung stattfindet. Also insofern Ruhe bewahren. Man muss hier erstmal wirklich abwarten, wie der Markt dann überhaupt das Ganze aufnimmt. Sollte es aber eben, und das ist die Annahme, wenn es nicht zum Brexit kommt, einen Aufwärtsschub geben, dann achten Sie insbesondere auf das Level von 1,48. Da sind wir unmittelbar davor. Das sehen wir jetzt hier, wenn ich mich mal ein Stück weit in den Chart zoome.
vorausliegen. Das ist ein schönes Widerstandslevel, was hier seit 2013 herrührt. Hier Support aus 2015, dann Durchbruch Ende 2015 und jetzt sind wir hier Pullback-technisch genau wieder an dieses Level rangelaufen. Und entweder es gibt eben jetzt hier den starken Ausverkauf mit mittelfristigem Verkaufssignal bei Preisen unter 1,40 auf Monatsschlusspreisbasis oder aber der Preis schießt hier über 1,48, 1,50 raus, dann gibt es natürlich hier Bewegungen, die in Richtung 1,55, 1,60 führen dürften. Sozusagen als Entspannungsrallye, als Erleichterungsrallye, denn de facto ist es so, wenn es zu einem Brexit kommt, sind die Unsicherheiten sehr, sehr hoch am Markt und das dürfte das britische Pfund nach hiesiger Einschätzung auf jeden Fall belasten. Aber auch hier im Hintergrund, die Big Banks, also hier die Notenbanken, stehen bereits bereit, um hier größere Marktturbulenzen zu verhindern. Also hier sind wirklich während der nächsten Tage und bis morgen eben alle Gremien gefragt, sowohl natürlich die großen Spekulationsadressen wie Hedgefonds und dergleichen, aber insbesondere auch die Notenbanken sind hier bestrebt, es nicht eskalieren zu lassen, falls jetzt hier irgendwelche überraschenden Bewegungen stattfinden. Insofern ist es wirklich ein Markt, den man meines Erachtens aus der Seitenlinie erstmal betrachten sollte, denn es kann hier wirklich sehr, sehr turbulent werden. Aber man wird oder man rechnet hier mit Bewegungen im maximalen Ausdehnungsfall in Richtung von 700 bis 1000 Pips beim britischen Pfund. Also vom aktuellen Niveau aus könnte es hier schnell bis 1,55, 1,57 nach oben gehen oder eben umgekehrt hier in Richtung 1,35 bzw. 1,37, 1,33. Das sind natürliche Situationen, die muss man sich dann erstmal vergegenwärtigen, wenn es denn wirklich solche Moves gibt. Aber mit Blick auf den Monatschart lässt sich hier klar konstatieren, dass man, wenn wir einen Ausbruch nach oben sehen, auch mit einem kurzfristigen Spike, meinetwegen in einer größeren Ordnung von mehreren hundert Pips, es dann durchaus so aussieht, dass wir hier weiter Luft nach oben haben. Andernfalls, und das ist das Statement, wenn wir hier die Marke von 1,39 aufgeben, nach unten definitiv das Bild düster scheint. Zumindest aus technischer Sicht, zumindest aus mittelfristiger Sicht, dürfte dann hier das britische Pfund weiter unter Druck geraten. Letztlich genau mittendrin statt nur dabei. Sie sehen es ja hier. Jetzt kommt eben drauf an, was hier aus dieser Range passiert. Entweder über 1,48, 1,50 raus oder eben unter 1,40, 1,39. Das bleibt mal abzuwarten. Ich hatte vor längerem hier schon im Guidance diesen Chart mit dieser ABC-D-Wellenstruktur. Es reichte nicht ganz bis zum Niveau zur Finanzmarktkrise. Das wäre nämlich rund 1,35 gewesen. Wenn wir daran gelaufen wären, hier zum Jahresauftakt, hier im Frühling 2016, dann wäre das rein charttechnisch eine Glanzleistung gewesen. Und jetzt sind wir aber hier an dem Punkt, genauso eben hier die Marke von 1,48. Auch hier sehen Sie das Widerstandslevel sehr, sehr schön. Wenn der Preis eben hier abprallt, dann muss man rein technisch davon ausgehen, dass wenn sich die Sequenz der Abwärtsbewegung ähnlich fortsetzt, es eben hier dann durchaus nochmal richtig nach unten gehen kann. Und da ist hier die 1,27, 1,25 durchaus ein ableitbares Ziel. Aber hier, wie gesagt, gestrichelter Tendenzfall, es ist letztlich ein Münzwurf, wie die Wahl ausgehen wird, beziehungsweise auch natürlich, wie der Markt insbesondere das Ganze verkraftet und verdaut. Und insofern hoffe ich Ihnen jetzt aber einen kleinen Einblick gegeben zu haben, wo die Key Levels sind. Rein saisonal will ich Ihnen noch zeigen, dass wir hier während der kommenden 20 Tage dieses Bild haben, wobei natürlich hier statistische Trades oder auch Seasonal Trades bei solchen Events meines Erachtens natürlich fehl am Platz sind. Aber rein technisch sieht es eher so aus, als hätten wir eine kurze Schwächephase bis Anfang Juli vor uns, um dann hier mit Beginn und einem Tief im Juli dann sehr, sehr dynamisch wieder anzuziehen. Das zumindest mal hier die saisonale Brille und mal abwarten, was der Markt uns hier bietet. Gut, das wäre es zum Einblick gewesen hier zum britischen Pfund, US-Dollar. Wie gesagt, UK-Referendum, das ist das große Thema, dürfte auch die Indizes beeinflussen. Insofern warten wir mal ab, was der Markt uns noch bietet. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen schönen Tag, einen sonnigen Tag und viel Erfolg bei allem, was Sie angehen. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.